In diesem Video erfährst du, wie du 3 Punkte mehr in deiner nächsten Klausur bekommst. Bleib dran! Herzlich willkommen zur Entscheidung Bestnoten. Ich habe heute für dich 6 Tipps zusammengestellt, mit denen du 3 Punkte mehr in deiner nächsten Klausur bekommst. Fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Tipp an. Wahrscheinlich hast du noch nie einen 100-Meter-Sprinter gesehen, der sich an deine Startbahn stellt und einfach mal lossprintet. Er wird sich wahrscheinlich vorher ausreichend aufgewärmt haben. Und das gleiche gilt für den gesamten Sport. Trotzdem unternehmen fast alle Schüler in einer Klausur genau den Versuch, sie starten kalt in eine Prüfung rein, ohne sich aufzuwärmen. Und das ist schon der erste große Fehler, den du vermeiden kannst. Du musst ein Warm-up hinlegen. So, wie bekommst du so ein Warm-up also gut hin? Eigentlich hast du dafür 2 Möglichkeiten. Entweder du nutzt den Weg zur Schule, wenn du im Bus oder in der U-Bahn bist und liest dir einfach nochmal ein paar Aufgaben durch aus der Mathematik oder ein Gedicht, wenn du Lyrik in Deutsch hast. Egal was, Hauptsache dein Gehirn läuft warm. Du musst es nicht auf Höchstleistungen bringen. Es reicht, etwas durchzulesen, sich nochmal kurz etwas anzuschauen. Da geht es auch gar nicht mehr darum, noch Wissenslücken zu schließen. Es geht nur darum, damit dein Gehirn warm läuft. Ein anderer Tipp wäre, wenn du die Prüfung, also deine Klausur, erstmal überfliegst. Der Tipp, dass man da ein Gefühl für die Prüfung bekommt, ist mir gar nicht so wichtig, den man oft von den Lehrern bekommt, den Tipp, sondern der Tipp, dass du diese Prüfung durchliest, damit dein Gehirn warm läuft, das ist der entscheidende Faktor. Dein Gehirn nimmt diese Aufgaben ja wahr und dein Gehirn stellt sich damit schon mal auf die Klausur ein. Und damit hast du ein Warm-up und damit kommen wir zum zweiten Tipp. Versuche zügig zu schreiben. Es gibt keine Noten auf die schönste Schrift, das gab es in der Grundschule mal. Die Note gibt es jetzt auf den Inhalt. Übe notfalls in einer Extra-Session daheim mal, schnell und trotzdem leserlich zu schreiben. Aber du solltest in einer Klausur definitiv schnell schreiben, aber immer noch so, dass es lesbar ist. Man kann das sehr gut trainieren übrigens. Einer der häufigsten gemachten Fehler bringt mich zum dritten Tipp. Und zwar, halte dich bitte nicht zu lange an einzelnen Aufgaben auf. Oft verzetteln sich Schüler, während sie eine Teilaufgabe machen, sie wollen das Ergebnis erzwingen, brauchen 5 Minuten, brauchen 10 Minuten. Hey, in der Zeit machst du eine komplett neue Teilaufgabe oder 2 und bekommst 5 oder 10 Punkte, während du vielleicht durch das Ausbessern einer Zeile, also überall, dann einen Punkt am Ende nur mehr bekommst. Also hier steht wirklich die gleiche Zeit, wo du 5 bis 10 Punkte bekommen könntest, versus einen Punkt, weil du den Fehler gefunden hast. Verzettel dich nicht an Aufgaben. Guck, ob du die Lösung hinbekommst, stimmt dein Teilergebnis nicht überein oder was auch immer. Lass dich nicht davon beirren, geh einfach zur nächsten Aufgabe. Du wirst feststellen, somit kommst du gut durch die Klausur durch. Wenn auch du schon mal am Ende gesagt hast, ach, ich bin nicht fertig geworden, dann lag es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich daran, dass du dich bei einer einzelnen Aufgabe verzettelt hast. Versuch das einfach das nächste Mal getrost abzuhaken. Ich weiß, es ist in uns drin, wir wollen diese Aufgabe dann auch lösen. Aber es bringt dich in einer Klausur nicht weiter. Diesen Biss, den solltest du daheim haben, wenn du an einer Aufgabe arbeitest. Aber in einer Klausur gilt, du versuchst die Lösung und wenn du irgendwo einen Fehler produziert hast, den du nicht auf die Schnelle findest, zum Beispiel, wurscht, weglassen, nächste Aufgabe. Kommen wir zum vierten Punkt. Ich rate immer, gelöste Aufgaben auch wirklich abzuhaken. Erstens, jedes Mal, wenn du einen Haken setzt, hast du unterbewusst ein Erfolgserlebnis erreicht. Das motiviert dich, das lockert dich, das sorgt dafür, dass du weniger Prüfungsangst hast und lockerer in einer Prüfung wirst, was sehr gut ist, um deine Gedanken auch frei zu machen und auf schwere, komplexere Lösungen zu kommen. Also Aufgaben abhaken ist gut fürs Selbstbewusstsein. Es bietet dir aber auch eine gute Struktur in deiner Lösung, weil du siehst ja sofort, wenn du irgendwo noch Fragen hattest oder so, dann machst du halt ein Fragezeichen statt einen Haken oder ein X, wenn du die Aufgabe nicht gleich konntest und kommst am Schluss wieder zurück. Also Aufgaben abhaken, ganz, ganz wichtig und essentiell in einer Prüfung. Egal ob Englisch oder Mathe, ganz, ganz oft hast du am Rand eine Punktezahl stehen. Und das bringt mich zum fünften Tipp. Mit dieser Punktezahl kannst du arbeiten. Diese Punktezahl verrät dir nämlich den Umfang der Aufgabe. Steht da ein Punkt oder steht da 7 Punkte? Für einen Punkt musst du einen Satz schreiben oder eine Zeile hinschreiben. Für 7 Punkte muss da schon mehr kommen. Wenn du also oft nicht weißt, was könnte die Lösung jetzt sein, achte einfach mal auf die Punktezahl. Die Punktezahl kann dir den Lösungsumfang verraten und damit vielleicht auch das eine oder andere ausschließen, was du jetzt nicht tun solltest. Es verrät dir auf jeden Fall eine grobe Richtung, in die du arbeiten könntest.
Ich habe es in diesem Video schon erwähnt, der sechste Tipp, ich empfehle dir am Ende einer Prüfung nochmal alles durchzulesen. Wenn du dich nicht zu lange aufgehalten hast, wirst du feststellen, du hast noch einen gewissen Zeitpuffer, den du jetzt investieren kannst. Am Ende einer Prüfung bist du niemals aufgeregt, niemals, immer nur am Anfang. Und diese Lockerheit, sag ich mal, kannst du nutzen, dich nochmal mit Aufgaben zu beschäftigen, die eventuell schwerer waren, wo du nicht gleich drauf gekommen bist, wo du dich vielleicht verrechnet hast, wo du vielleicht nicht die Vokabel wusstest. Sobald du nämlich so ein gewisses Selbstbewusstsein hast und so eine gewisse Lockerheit, fallen dann oft noch gute Dinge ein, auf die man während einer Prüfung im Stress nicht gekommen ist. Also nutz die Zeit wirklich am Ende, überflieg nochmal die Aufgaben und wenn du noch Zeit hast, findest du hier sicherlich nochmal den einen oder anderen Punkt. Fassen wir also nochmal kurz für dich zusammen. Ab jetzt startest du in jede Prüfung wie Sportler mit einem Warm-up. Denk daran, zügig zu schreiben und trotzdem leserlich, das kann man gut trainieren. Der dritte Punkt, nicht an Aufgaben zu lange aufhalten, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, verzettel dich bitte nicht. Und jedes Mal, wenn du eine richtige Lösung hast, mach einen Haken, das stärkt dein Selbstbewusstsein und gleichzeitig bekommst du eine gute Struktur in deiner Prüfung, wo du am Ende noch nacharbeiten musst. Auch die Punktezahl am Rand hilft dir, weil sie dir den Umfang der Lösung verrät. Und zum letzten Punkt, zum Schluss würde ich alle Aufgaben nochmal überfliegen und nacharbeiten, wo du noch Lücken hattest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Wenn auch du noch Mitschüler hast, die ebenfalls 3 Punkte mehr in ihrer nächsten Klausur wollen, dann teile doch einfach dieses Video mit ihnen. Wir sehen uns dann spätestens im nächsten Video wieder. Dein Erfolgscoach Nick.